Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von Schöffel Immo TV. Angriff auf die Immobranche. Billigmakler fluten den Schweizer Immomarkt. Das sind nur zwei von den Schlagzeilen, die vor einigen Monaten noch die Titelseiten der grossen Tageszeitungen bestimmt haben. Der Grund ist einfach, mit den steigenden Immobilienpreisen drängen zunehmend auch sogenannte Pauschalmakler auf den Schweizer Markt und unterbieten sich gegenseitig mit immer wilderen und immer tieferen Vermittlungspreisen. Der finanzielle Erfolg für diese Firmen, der sei gross, die Hausbesitzer allerdings sind da dabei die Verlierer, so der Grundtenor aus der klassischen Immobilienbranche. Ganz ähnlich tun es auch bei unseren Immobilienexperten von Schöffel und Partner. Auch sie sehen das Geschäftsmodell als zumindest fragwürdig ein und sagen, dass für den Verkäufer unterm Strich in den allermeisten Fällen trotz tieferer Anfangskosten deutlich weniger übrig bleibt. Was genau sie damit meinen, das erzählen sie uns gerade selber. Schön sind wir da, Stefan Schöffel, Michi Schwarzer, herzlich willkommen. Salut. Danke, hoi. Sebi. Angriff auf die Immobilienmakler. Das war ein Schlagziel, das im Blick gekommen ist mit diesen immer mehr und neu aufkommenden Pauschalmaklern. Es hat allerdings auch einige Jahre zuvor ähnlich getönt, wo jetzt da Homegates und die ganzen Immobilienplattformen, ImmoScout24, auf den Markt gedrängt haben. Dort hat man auch schon gesagt, die Immobranche wird das nie im Leben schaffen. Man hat also schon mindestens zweimal den Tod prognostiziert. Wir hocken immer noch da. Wieso? Gut, zum Glück hocken wir nicht nur da. Ja, aber genau, zum guten Glück. Hin und wieder haben wir auch mal noch ein Geschäft. Ja, also ich denke, das mit diesen Plattformen ist logisch, das ist auch Digitalisierung und das schließt natürlich das andere überhaupt nicht aus. Ich denke, das mit diesen, du hast sie vorher Pauschalmakler genannt, wir nennen sie liebevoll Billigste oder Billigmakler. Und billig ist nicht unbedingt immer nur positiv gemeint in diesem Zusammenhang. Wir fokussieren uns halt wirklich einfach auf Bedürfnisse des Kunden und versuchen dort wirklich mit unserem Sorglospaket, das wir haben, eigentlich den Kunden voll abzuholen. Oder? Und einer meiner absoluten Lieblingssprüche, den ich auch immer bringe, wenn wir wirklich hier im Vergleich sind, ist, ich sage den Leuten wirklich, ihr müsst nicht anschauen, was wir kosten, sondern ihr müsst schauen, was netto unter dem Strich für euch übrig bleibt. Also wir können dann eigentlich so viel heuschen, wie wir wollen, schlussendlich, weil netto ist relevant für den Kunden. Und dort bin ich felsenfest überzeugt, dass wir mit unserem Konzept, mit unserem Erfolgshonorar besser arbeiten wie die allermeisten und natürlich deutlich besser arbeiten wie die Billigmakler, die hier Pauschalbeträge anbieten, wo man auch sehr oft muss sagen, keine Ahnung, wie das überhaupt funktionieren soll. Oder? In den Artikeln, die ich gelesen habe, dort merkt man auch, also es ist tatsächlich ein Frontalangriff auf eure Branche, auf die klassische Art, um eure Branche zu interpretieren. Wie fühlt sich das an für euch, wenn ihr da angegriffen werdet und sagt, das sind verkrustete Strukturen, die muss man aufbrechen? Wie kommt das bei euch an? Ja, also super, natürlich. Mega cool, oder? Man findet dann so, ja, kannst kommen. Nein, aber es ist natürlich schon, oder? Es hat da schon von auch schon einen gegeben, der frontal angegriffen hat mit so einem Billigstangebot, der dann auch schweizweit ausgerollt hat mit Geldzurückgarantie und alles. Mittlerweile gibt es dann nicht mehr und er arbeitet wieder bei einem klassischen Maklerbüro. Ja, Angriff ist ja gut, um so ein bisschen Digitalisierung fördern, um so ein bisschen, das Ganze ein bisschen aufmischen. Aber wenn man ständig mal auf irgendein klassisches System herumreiten, dann hat man vielleicht auch selber zu wenig Vorteile, die man verkaufen kann. Also, ja. Ja, also eben, wenn der einzige Vorteil, und so wird es so sehr oft auch von diesen Billigmaklern propagiert, der einzige Nachteil ist, du sparst so und so viel Geld verglichen zu einem konventionellen Makler. Wenn der einzige Vorteil der Teil ist, den du sparst, und wir irgendwie drei- oder vierfache können rausholen von dem, was wir kosten, dann muss ich einfach sagen, also, dann fällt das System in sich zusammen, oder? Und dann stellen wir auch immer wieder fest, auch jetzt in der Gefahr, dass wir uns ein bisschen in Rage reden. Wobei wir glücklicherweise. Genau. Wobei wir glücklicherweise auch sagen, wir sind natürlich mit unserem Klientel, wo wir haben, unsere Mandanten, sind wir eigentlich nicht sehr oft dort im Vergleichsmodus. Sehr selten. Und wir haben halt immer noch einfach unsere fairen Werte, unsere fairen Bewertungen, die wir erstellen, wo ich zum Teil auch bei denen mich dann frage, okay, wie die auf so Zahlen zum Teil kommen. Oder? Wo den Leuten ein Zeug versprechen, wo ich muss sagen, das hat jetzt weder Hand noch Fuß, da kann ich bewerten, wie ich will. Ich komme nie im Leben auf solche Luftschlösser. Yeah. Und es sind zum Teil krasse Luftschlösser, wo jeder, der einigermaßen bewerten kann, das klar wird sagen. Oder?
Aber Kranken sowieso. Das System natürlich, das bringt ein bisschen in Rage. Trotzdem, ich glaube, die Konkurrenzsituation, die nehmen da relativ gelassen hin. Habt ihr keine Sorge, dass sich da durchsetzen wird und dass ihr wirklich auch so ein bisschen eure Kundschaft dann verlieren könntet? Ganz ehrlich gesagt, wir sind überzeugt von dem, was wir machen. Wir sind sehr überzeugt, wie wir es machen. Und wir bauen ja auch, wir sind sehr innovativ, glaube, das darf ich schon sagen. Wir brauchen auch die digitalen Medien. Virtuelle Besichtigungen machen wir schon irgendwie seit 8 Jahren oder so. Also wir sind der Erste im Kanton, der das gemacht hat. Heute ist Standard. Und wir probieren auch wieder neue Sachen aus. Von dem her, glaube ich, ist das ein ganz wesentlicher Punkt. Und für uns ist einfach Qualität im Fokus, oder? Und wir geben halt eine Immobilie auch eine Wertigkeit. Das ist für uns nicht einfach nur, wie sagt man so auf Neudeutsch, eine Commodity. Ein Haus ist nicht einfach nur ein Objekt, das man wieder weiter verschachert, böse gesagt, oder? Wie wir das gewisse machen tun. Eben nicht für unsere Wahrnehmung, sondern wir sagen wirklich eigentlich auch so ein bisschen den Slogan von Haus aus persönlich. Also ein Haus ist etwas Persönliches, etwas sehr Gefühlsbetontes, Emotionales. Und das ist auch etwas, wo wir versuchen, sehr stark Rechnung zu tragen mit der Qualität. Oder? Du hast vorhin schon erwähnt, netto muss schlussendlich dann mehr rauskommen. Die Milchbüchli-Rechnung, ich habe weniger Vermittlungskosten am Anfang und darum werde ich auch mehr davon haben, nachher am Schluss, wenn ich die paar Tausend Franken noch spare. Die tönt vernünftig im ersten Moment natürlich für einen Laien. Sie geht aber aus eurer Sicht nicht auf. Könnt ihr uns das ein bisschen genauer erklären? Du hast schon gesagt, netto muss mehr übrig bleiben. In welchen Dimensionen bewegen wir uns da? Da kann ich in diversen Dimensionen sich bewegen. Ich nehme jetzt ein einfaches Beispiel, wenn der Billigmakler ein Haus einfach 50'000 zu günstig unter Fair Value verkauft, dafür aber nicht so viel kostet, dann bleibt netto gleich weniger übrig, weil ich auch 50'000 Franken weniger Verkaufserlös. Und dort ist der Punkt, den wir auch schon in anderen Sendungen angesprochen haben. Der Nachteil ist, man kann es nicht zweimal probieren. Also probieren im Sinne von, man kann es mal einem billigen Makler geben und schauen, was nicht da rauskommt. Und dann kann man mal noch einem professionellen Makler geben, der halt nicht billig ist, sondern Qualität hat seinen Preis, und der zeigt auch mal noch, was er kann. Und dann schaut man netto, was wirklich dabei rausgekommen ist. Beim Handwerker ist es schon so, ich habe einen guten Freund von mir, der sagt, wer billig kauft, kauft zweimal. Dort hast du den Vergleich, weil da kannst du nachher sagen, ja ich sehe es, sieht schlecht aus. Jetzt muss halt noch einer kommen, der ein bisschen mehr kostet. Yeah. Und das ist bei uns der grosse Nachteil, dass man nicht hingehen kann und sagen, okay, jetzt machen wir mal noch den Vergleich. Wie würde es denn der andere machen? Ein Wandstreicher kann ja vielleicht dann nochmal das zweite Mal das Thema sein. Und dann kann man die Qualität vergleichen. Und auf dem reitet es natürlich auch um und sagt, ja, wir können dafür für ein Drittel von dem, wo andere arbeiten. Aber was netto bleibt, das kann niemand testen, leider. Ich denke, Qualität, der Ausbildungsstand der Leute und so weiter sind ja alles auch wichtige Faktoren, die dann auch schlussendlich über Qualität, über das Know-how und so weiter, wo dort einfach auch Rechnung tragen, oder? Und der andere Punkt ist auch, wir sind immer noch quasi, unser Erfolgshonorat ist im Prozent zum Verkaufspreis und nicht irgendein Pauschalbetrag. Oder? Das heisst, wir haben logischerweise hocken wir im gleichen Boot wie der Verkäufer. Wir sind wirklich auch sehr stark daran interessiert, dass wir durch einen fairen Wert oder auch mehr lösen können. Oder? Weil je mehr das wir lösen können, desto mehr bleibt schlussendlich auch also beim Verkäufer, aber natürlich auch bei uns hängen. Oder? Darum, das ist eine ganz andere Basis, ein Pauschal- oder ein Billigmakler, der einen Fixpreis oder Fixpreis oder wie sie das auch alles noch nennen, der hat ja, also ist jetzt ein bisschen sehr, sehr angriffig, aber das spielt keine Rolle, machen sie ja auch die ganze Zeit. Was hat der für ein Interesse daran, ihr Haus günstiger oder teurer zu verkaufen? Keins. Weil er bekommt ja sein Erfolgshonorar, wenn er es verkauft hat, bekommt er es fertig. Und wir hocken im gleichen Boot mit den Verkäufern. Also die Strategie, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist, Verkaufspreis zu tief ansetzen, hauptsächlich man es verkauft, weil man das Geld nur im Erfolgsfall überkommt. Ist das richtig so? Es spielt für den Verkäufer, für den Makler, der irgendwie im billigsten Segment tätig ist, spielt es einfach keine Rolle, zu was man preist, dass es verkauft. Wenn es schnell geht, dann hat er eigentlich das Maximum verdient. Ja, das ist richtig. Er hat kein Interesse daran, im Grundsatz möglichst viel für seinen Kunden zu lösen. Ja. Auch wenn er es natürlich sagt. Und der Unterschied ist wirklich, oder? Ihr habt das gleiche Interesse wie der Verkäufer in dem Moment. Darum sagen die auch, arbeiten die viel, viel besser und eben auch im Interesse für den Verkäufer dann nachher auch. Jetzt, wie gehen denn speziell solche national tätigen Billigmakler, wie ihr sagt, wie gehen die vor? Ihr habt sicher Konkurrenzanalyse betrieben, ihr wisst bestimmt, wie das Ganze dort funktioniert, wie das System funktioniert. Könnt ihr uns aufklären?
Also eben die einen oder mich hat das schon gesagt, die einen kommen und sind dann relativ schnell wieder weg. Also dann, wenn das Geld von den Investoren, die dort mitmachen, verpufft ist, dann sind sie wieder weg. Weil wir haben natürlich die Modelle alle ziemlich, wir sind die konstant am Analysieren und Anschauen, oder? Und muss ganz klar sagen, ich könnte die Qualität, die wir jetzt bieten, könnten wir so gar nicht anbieten. Das ist nicht möglich. Das ist unmöglich. Und der Grösste, den wir momentan schweizweit haben, der wird auch von Investoren hindurch massiv mit Geld gepusht. Die sind momentan eher im defizitären Bereich. Das rendiert dort nicht. Die fluten jetzt einfach den Markt. Die haben übrigens schon das zweite Mal müssen den Preis nach oben anpassen, weil sie offensichtlich doch festgestellt haben, dass es nicht aufgeht. Also ehrlich gesagt, ist für mich auch nur eine Frage von der Zeit, bis das wahrscheinlich sich wieder erledigt hätte, ehrlich gesagt. Ja. Jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel über Bewertungen redet, da hat gesagt, gibt's ja Algorithmisierungen mittlerweile, oder? Es gibt da wirklich vollautomatische Bewertungssysteme, wo du einfach alle Parameter eingeben musst und dann spuckt's einen gewissen Betrag aus. Ihr arbeitet auch damit, aber nicht nur, sondern zusätzlich. Wieso brauche ich denn euch erfahrene Leute, wenn ich doch per Knopfdruck quasi den Wert von meinem Haus errechnen lassen kann? Jetzt speziell für Bewertungsfindung, oder? Wie einfach entsprechend Erfahrung und Bauchgefühl, aber in dieser Reihenfolge Erfahrung und Bauchgefühl wichtig ist. Weil du nur schon auf Schaffhausen bezogen. Schaffhausen 8200 hat diverse Quartiere und diverse Gebiete, die gesuchter oder weniger gesucht sind. Das ist aber alles 8200. Und einfach alles auf da, das ist natürlich der Weg von dem billigen Geschichte oder von dieser Digitalisierung, die sie da immer sagen, wir profitieren von dem und darum können wir es so günstig anbieten, ist das Persönliche geht verloren. Ob jetzt das Haus in der Breite steht oder ob es irgendwo in der Grube steht oder im Emmersberg oder wo immer, das ist halt schon noch matchentscheidend für den Wert. Plus, minus 10, 15, 20%, je nachdem, wo es steht. Mhm. Und das kannst du digital nie abbilden. Das sind eigentlich die Marktkenntnisse. Oder du kannst zwar schon Statistiken für sie und Retouren anschauen und irgendeinen Mittelwert errechnen, klar kannst du das, aber die effektive Note und der effektive Wert, wo sehr oft halt auch eben, du mich jetzt schön gesagt, über den Bauch, also über die Gefühlswelt halt läuft, das ist das, was wir dann mit unserer Erfahrung und mit der Marktkenntnis vor Ort dann auch wirklich haben. Das kann natürlich einer, der national tätig ist, der das ist ein bisschen schwierig. Ich wüsste nicht, wie man das gescheit abbilden soll. Jetzt ist das im Zuge von der Digitalisierung eigentlich eine folgerichtige Entwicklung. Also, dass solche Angebote kommen werden, mit dem hätte man eigentlich schon rechnen müssen. Kann sich eure Branche insgesamt vielleicht vorwerfen, dass man da die Digitalisierung ein bisschen verschlafen hat? Ihr könnt das ja euch nicht vorwerfen, ihr seid extrem digital. Ja, vielleicht ein bisschen schon. Ja, dass man da lange auch das Thema virtuelle Besichtigung ist jetzt durch die ganze Pandemie ein bisschen beschleunigt worden. Aber da hat es lange viel gehabt, wo gesagt, ja, brauche ich nicht. Und überall, wo man sich halt vor so Neuerungen ein bisschen druckt, da haben andere Branchen vor vielleicht 10, 15 Jahren durchgemacht. Dort gibt es halt Nischen, wo dann plötzlich ein Player findet, da hänge ich jetzt ein. Und ich mache alles digital und dann schaue ich mal, was passiert. Da hat man vielleicht schon ein bisschen zu lange zugeschaut und das Gefühl gehabt, ja, man braucht es nicht. Aber Hochmut kommt vor dem Fall. Also man muss grundsätzlich schon immer, das machen wir auch, immer mal wieder schauen, gibt es Besseres, gibt es Anderes, gibt es Innovatives, das man jetzt neu mal ausprobieren kann und nicht einfach finden, ja, es läuft ja, dann müssen wir nicht viel verändern. Ja. Und das ist genau das, was mich jetzt gesagt hat. Oder? Ich finde ehrlich gesagt genau die Kombination spannend. Ich meine, dass wir eben unseren Leuten können, erstens die qualitativ hochwertigen Dokumentationen anbieten, die Top-Fotos vom Profi-Fotograf, dass man virtuelle Besichtigung 7x24 Stunden machen kann, online. Das sind ja alles schon wichtige Punkte, wo ein Kunde, ein potenzieller Interessent oder ein potenzieller Käufer, schon sich ein gutes Bild machen kann. Aber das ersetzt in keinster Art und Weise das Gefühl, das ich vor Ort habe, wenn ich durch die Eingangstüre reinkomme und einfach mal schon dort stand. Und das ist das, wo ich manchmal ein bisschen das Gefühl habe, wo in dieser ganzen Digitalisierungsgeschichte so ein bisschen wie verloren geht. Ein Teams-Meeting ist auch nicht das Gleiche, wie wenn wir zusammen hier hocken und miteinander reden. Aber es kann natürlich gewisse Sachen sehr viel effizienter und effektiver machen. Und wenn man es dann so nutzt, aber das andere nicht komplett verteufelt hat, jetzt schon fast gesagt, oder? Weil das macht einfach keinen Sinn. Aber Kombination gescheit zu nutzen für alle Beteiligten, das macht sehr viel Sinn. Und das ist das, was wir versuchen und wo wir immer mehr auch die Sachen miteinander vernetzen.
Ich glaube nicht, dass nur das eine oder nur das andere Zukunft hat. Mhm. Aber ich glaube, Vernetzung miteinander, die besten Sachen rauspicken. So wie bei unserem Sorglospaket. Wir packen das Beste raus und schnüren das zusammen für das ideale Angebot. Mhm. Das ist die Idee und das finde ich eine super Entwicklung. Ja. Ich liebe es natürlich auch. Ich finde die technischen Sachen zum Teil ganz cool. Aber erst jetzt ganz klar nicht Besichtigung und das Gefühl vor Ort. Ganz eindeutig, meine Meinung. Eben, ihr geht auf dem Platz auf Fuß als Innovatoren eigentlich, oder? Ja. Ja, und was vielleicht sagen das nur mir, aber ich Hochmut kommt, ja, ist ja genau. Aber es ist natürlich auch oder, mit diesen ganzen günstig oder billig, wie man dem, auch dem immer sagt, führt es natürlich auch dazu, dass die Qualität abnimmt. Und wir reden jetzt immer von billig und innovativ und überhaupt, wir haben schon eine Besichtigung mit einem von denen, mit einem Objekt, wo wir für uns gefunden haben. Da wäre vielleicht noch etwas zum selber kaufen, wenn wir die letzte Sendung besprochen haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also die Qualität bei einer Besichtigung würde ich für mein Eigenheim, für meinen grössten Vermögenswert, den ich habe, nicht wählen. Weil jede Frage war, weiss ich nicht, kann ich abklären, kann ich organisieren, weiss ich nicht. Und dass man irgendwie eine Ölheizung verkauft, obwohl es eine Wärmepumpe ist, dann muss ich sagen, ja gut. Also, aber da erfährt eben dann niemand. Man redet immer bloß von günstig und billig. Oder? Ja, es ist eine Ölheizung, dabei ist eine zweijährige Wärmepumpe. Macht für mich ein kleiner Unterschied. Und da muss ich ehrlich sagen, die Wertschätzung gegenüber meinem Geld dann am Schluss, ja, würde ich mir zweimal überlegen, ob ich jetzt den günstigsten oder den billigsten nehme. Ich denke, die haben schon irgendwo durch sich auch ihre Daseinsberechtigung, oder? Also absolut, aber ich meine, ist ja bei uns auch so. Wir tun ja auch abhängig vom Verkaufspreis, gibt es bei uns dann das Erfolgshonorar. Mhm. Es ist nicht einfach flächendeckend immer der gleiche Betrag, das ist es nicht. Es kommt natürlich auch sehr darauf an, was man für den Kunden, dass für ihn sorglos ist, wirklich dürfen anbieten, oder? Das geht dann immer so ein bisschen in Vergessenheit, oder? Und bei diesem Pauschalmakler spielt gar keine Rolle, was der macht oder halt eben den auch nicht macht, kostet einfach immer den Betrag. Jetzt können wir ein bisschen wirklich auf konkrete Zahlen ein. Mhm. Der Marktführer, wir haben darüber schon geredet, der bietet, glaube ich, Vermittlung für unter 10'000 Franken an. Jetzt gibt es aber noch extremere Beispiele. Ebenfalls neu auf dem Markt ist ebenfalls nochmal so ein Billigmakler und da passt das Wort billig so oder so, wo es für unter 1'000 Franken anbietet. Da werde ich selbst als Laie werde ich extrem stutzig und werde mir das 3- und 4-mal überlegen. Wie funktioniert das bzw. funktioniert das eben nicht? Wie kann man da überhaupt anbieten? So, was passiert das fragen wir uns auch. Also eben, es gibt ja die Beispiele da in Schaffhausen, kennt man den ein bisschen besser, weil er entsprechend aus Schaffhausen agiert hat, wo der hat es gegeben, der Stefan hat es gesagt, solange der Investor dort das Geld zur Verfügung gestellt hat und nachher gibt es ihn nicht mehr. Und das ist genau der Punkt. Also die wollen mit defizitärem Geschäft den Markt fluten, um dann nachher den Preis anzupassen, so wie er es vorher auch bei dem Grossen schon gesagt hat. Aber 1'000 Franken, das ist ja jenseits von Gut und Böse. Das kann nicht aufgehen, oder? Also ich kann das nicht mit einem Service, oder? Ich kann sogar beim anderen rechnen, wenn ich will, wo es mehr, also das Vielfache von 1'000 Franken sind pauschal und es geht nicht auf. Es geht so oder so nicht auf. Also einmal nicht, wenn man eine anständige Qualität will für sein eigenes Zuhause und seine eigene Immobilie, die verkauft werden soll. Ich habe vorhin schon gesagt, auch Daseinsberechtigung gibt es da dafür. Es gibt da sicher auch einen Nischenmarkt dafür, wo sich da durchaus auch profitabel damit auseinandersetzen könnt. Da gibt es ja bei den Autos auch. Einen Ferrari kannst du kaufen, einen Daihatsu kannst du kaufen. Passt der Vergleich überhaupt? Ferrari, Daihatsu bei euch versus ein Billigmakler? Ich bringe gerne den Vergleich mit dem Auto, weil der einfach dann entsprechend auch den Leuten näher ist, vielleicht auch mit der Vergleichbarkeit. Aber dort ist echt, es geht nicht um den Ferrari oder um den Daihatsu, es geht mehr darum, bringt der Ferrari-Fahrer sein Auto dann zum Daihatsu-Händler in die Garage oder bringt er es in die Ferrari-Garage. Mhm. Weil auch dort wird, dass die richtigen Komponenten verwendet werden beim Flicken und nicht irgendwie ein Billigöl eingefüllt wird in sein teures Auto. Also dort, es gibt sicher, Daihatsu, das Fahrrad Daihatsu zusammen, die Daseinsberechtigung, die gibt es. Mhm. Aber man muss dann nicht den Daihatsu kaufen und das Gefühl haben, man könnte den Ferrari überholen auf der deutschen Autobahn. Ja. Eben, und der nächste Punkt kommt auch noch. Ich meine, wenn es halt ein Daihatsu oder ein Ferrari ist, ich meine, es entspricht halt einfach dir selber und deinem Budget, das du dir kannst leisten. Ehrlich gesagt ist die viel wichtigere Frage zu diesem Thema, wie will ich, dass mit meinem Daihatsu umgegangen wird oder mit meinem Ferrari? Das ist doch viel wichtiger, ob ich jetzt meinen Daihatsu in eine Ferrari-Garage bringe oder nicht. Die haben trotzdem keine Ahnung, oder, was sie damit anstellen sollen. Mit grosser Wahrscheinlichkeit werden sie sagen, ja, gehen Sie doch lieber in eine andere Garage, oder, weil wir sind nicht darauf spezialisiert.
Aber die Frage ist doch, was für eine Wertigkeit gebe ich meinem eigenen, jetzt in diesem Fall Fahrzeug oder meiner Immobilie? Das ist der springende Punkt. Klassischerweise ist der grösste Wert, den ein Schweizer besitzt, einfach genau. Ein Haus. Genau. Und dass man dann vorsichtig damit umgeht, das versteht sich, glaube ich, dann von selber. Jetzt könnte man auch sagen, Stefan, Michi, ihr habt ja genug Erfahrung. Ihr müsst jetzt vor allem auf dem Platz Schaffhausen, wenn ihr nicht überall reingehen und einschauen, wieso bietet ihr es nicht einfach selber etwas so an? Ist das eine Prinzipienfrage bei euch oder geht es einfach wirklich darum, dass das ja, zu wenig interessant wäre? Also du meinst mit einem Fix- oder genau, Pauschalbetrag? Genau, ihr kennt da den ganzen Platz Schaffhausen, ihr wisst genau, wenn es ein Haus wert ist. Wieso bietet ihr das nicht einfach an? Geht es da um Prinzipien? Ja. Sicher auch, aber ehrlich gesagt, also das ist echt das, was ich vorher schon gesagt habe. Oder? Ich meine, wir wollen mit unseren Kunden zusammen quasi in Anführungszeichen ins Risiko. Oder? Also das heisst, wenn er mehr verdient, dann wollen wir eigentlich mitpartizipieren. Weil dann so sind wir maßgeblich da interessiert, dass wir mehr können lösen auch für unseren Mandant. Oder? Dass wir auch ihn quasi in den Fokus stellen und seine Immobilie und seine Bedürfnisse. Oder? Ich denke, das ist ganz sicher der Hauptpunkt. Und der zweite Punkt ist auch, schlicht und ergreifend, je nach Preis, könnten wir die Qualität, die wir hier liefern, gar nicht so anbieten. Also es wäre gar nicht möglich. Und ich würde es auch nicht wollen, oder? Weil sonst ist es einfach, ja, steht in keinem Verhältnis zu dem, was wir machen und wie unsere Qualität daherkommt, zu irgendeinem billigsten Angebot. Ja. Und eben Qualität, das ist die oberste Maxime, das habe ich lernen dürfen in den vergangenen 24 Sendungen. Ich weiß nicht genau, wie viele das gewesen sind. Und da habt ihr immer betont, und das wäre natürlich unter solchen Umständen nicht möglich. Ganz eben, so. Ich denke, man muss wirklich, Abschlusswort, das ist mir wirklich wichtig. Man muss halt wirklich selber sich überlegen, was ist mir meine persönliche Immobilie wert? Ist es ein Daihatsu oder ist es ein Ferrari? Aber möchte ich auch den Daihatsu oder den Ferrari entsprechend behandelt haben? Ich meine, das ist für mich eigentlich wirklich vom Vergleich her auch perfekt, oder? Oder sage ich, ja, ich habe zwar ein Daihatsu, aber es ist mir eigentlich wurscht. Ja, dann kann man das wirklich kann man auch so ein Angebot annehmen, klar. Wenn klar. Das ist, kann man es annehmen. Ich glaube, das ist ein perfektes, perfektes Schlusswort. Danke, lieber Stefan, lieber Michi, auch für die hochinteressanten Ausführungen. Das war wirklich sehr, sehr spannend, euch hier ein bisschen zuzuhören. Ich hoffe, unseren Zuschauern zu Hause hat es auch gefallen und sie schalten auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heisst Schöffel Immo TV.